Hi Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bequimbo. Wir zocken weiter Cyberpunk. So, wir sind hier von der Judy hier abgeliefert worden letztes Mal hier vor diesem Gebäude, Electric Corporation. Und da wollen wir jetzt mal sehen, was wir da jetzt zu tun haben, weil das sind die Leute, die eigentlich irgend so einen krassen BD gemacht haben, was auch immer das ist. Also da werden die Leute zu Tode gequält oder sowas bei irgendwelchen X-Praktiken. Auf jeden Fall gehe ich zum Hauptgebäude. Wir haben herausgefunden, dass es Electric Corporation ist. Und ja, wir suchen ja immer noch unsere Freundin. Das ist ja hier die wie auch immer sie heißt. Moment mal, komm ich denn jetzt hier rein? Gewaltsam öffnen, das geht nicht. So, und jetzt? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ja, also das gewaltsame Öffnen, das scheint hier nicht zu funktionieren. Das ist jetzt die Frage, wie ich hier reinkomme, hier verdammt nochmal. Geht's im Hauptgebäude? Muss er jetzt hier klettern oder was? Ah, da oben ist eine Tür. Technische Fähigkeit benutzen. Okay, jetzt habe ich eine Markierung hier außen rum. Treppe? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Da, guck mal. Jawohl. Das ist halt jetzt die Frage. Da hinten ist irgendein Typ, den müssen wir ausschalten. Ja, den haben wir jetzt erstmal erledigt. Fianza, Kumquat für die Seele. Da hinten ist auch einer. Da hinten sind drei, da ist einer, okay. Boah, der eine hat mich gesehen, ey, scheiße da. Das ist das Auge. Schalten.
gehackt. Schluss. Sehen, was mit dem jetzt passiert. Nichts. Erst schneide ich deine Augen raus, ja? Hallo, ich bin Gillian Jordan. Willkommen zu dem Neuesten aus aller Welt mit N54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visum. Personen, die beabsichtigen, dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor unter den Firmen finden, die Mitglied der WCS sind. Visumsinhaber müssen 20 Jahre und na gut, wir wollen jetzt mal. Erst anschließend sind die Aussicht auf ein neues Visum. Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Über ein Dutzend Flüchtlingsschiffe versenkt und trotz humanitärer Bemühungen sind das ich tu dir nicht weh! Hallo! Wo immer du steckst! Ich tu dir nicht weh. Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Die Frage ist, wieso kann ich hier meine Waffe nicht benutzen? Gucken wir mal, dass wir mal hier die Waffen hier irgendwie zurecht bekommen, oder? Wir brauchen auf jeden Fall hier irgendwie so ein Maschinengewehr oder sowas. Tu dir nicht weh! Hallo, wo immer du steckst, komm raus! Scheiße!
Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Dabei war ich kurz vom Ziel. So ein Pech. Ich war kurz vom Ziel, Leute. Kurz vom Ziel und eine Person. Und die haben mich irgendwie erledigt. Wie auch immer die das geschafft haben. So eine Unverschämtheit. Ist halt die Frage, wo geht's jetzt hier weiter? Hoffentlich müssen wir nicht den ganzen Salat von vorne anfangen. Hallo, ich bin Julian Jordan. Willkommen zu dem Neuesten aus aller Welt mit N54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visumprogramm bekannt gegeben. Personen, die beabsichtigen, dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor oder den Firmen finden, die Mitglieder der immer du steckst. Komm raus! Aber müssen 20 Jahre unter der WCS arbeiten. Erst anschließend winkt die Aussicht auf ein dauerhaftes Wohnrecht. Eine Heil. Aufsätze. Zielfernrohr, sehr gut. Ah?
Füße gehört. Lebst du noch? Oh. Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Komm in die Fresse! Ja. Da. Kann ich so eine Granate werfen, ja? Nein! Zurück in Formation! Zutritt zur unteren Ebene, okay. Jetzt will ich erstmal gucken. Itemherstellung. Warte mal. Charakter, wie war das nochmal? Läuft er denn wieder so langsam? Der läuft jetzt wieder so langsam, ey. Schaffe den Zutritt zur unteren Ebene, ja, wie soll das gehen? Hier, oder? Ich habe einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position?
Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Gefällt mir ja gar nicht hier. Führe Judy durch die unteren Ebenen. Wo sind die Judy? Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Ja, Evelyn Parker. Dieses Hemd, das kenne ich. Sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Er ist der Boss, weil jede Furze für einen scheiß Lohn für ihn arbeitet. Furzen wie du. Früher waren Furzen einfach nur. Vorsicht, die haben was gehört. Hey, wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung mal gewinnen? Wir laden die Kisten in meine alte Karre und machen uns davon. In dem auf den Schrott? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung, die uns rauszerrt. Ich bin nicht so einfach. Naja, beim nächsten Mal kriegen wir es hin, ne? War ja schon immer so. Jetzt kriegen wir es hin. Ja, das geht irgendwie so schnell hier alles, ne? Aber auf jeden Fall sind wir schon mal unten in der zweiten Ebene. Da sind aber auch ein ganzer Haufen Gangster hier. Das müssen wir jetzt, die müssen wir auf jeden Fall hier platt machen. Da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier wachsen? Thank you.
mal so. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Euro-Dollar hier mitgenommen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Lass uns mal in diesen Korridor gehen. Jetzt bin ich richtig sauer. Um...
jetzt haben wir hier alles niedergemetzelt. Aber hier hinter der Ecke kann ja immer noch irgendwas stecken. Weiß man ja hier immer nicht so genau, ne? Anschein. Klassiker. Geht immer. Die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Ja, laber mich nicht voll, Keanu Reeves. Hab hier zu tun. Ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Alter, wie das hier aussieht, ey. Was sie hier mit den armen Leuten machen. Da liegen die Gedärme rum. Finde Evelyn. Ja, wo ist sie denn? Kein Licht einschalten. Wir wollen ja hier keinen Verdacht schöpfen. Wir wollen einfach nur Evelyn finden und hier wieder raus aus dem Ding hier. Technische Fähigkeit, da geht nichts. Da sind noch mehr Typen. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Menschliches Blutreinigungsmittel für Cyberware. Mhm. Das ist Quatsch. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen im Regen stehen müssen.
Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass hier alle zu groß sind. Am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Ah, ja, ich muss jetzt in Bier. Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Suchen wir sie. Wo ist sie denn? Hast es so gewollt? Jetzt mache ich ernst.
Evelyn, fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Wo ist Evelyn? Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Oh je. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Alles in Ordnung. Du bist hier. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Keanu Reeves ist überall dabei und guckt nur blöd. Evelyn ist in Sicherheit. Oder auch noch nicht. Katastrophe, Leute, Katastrophe, aber wir haben es hinbekommen hier. Wir haben es hinbekommen. Das ist echt der Hammer hier, was hier los ist hier in diesem Spiel. Das haben wir jetzt hier schon das zweite Mädchen gerettet. Die erste war ja in der Badewanne irgendwo ganz am Anfang. Jetzt haben wir hier die zweite. Na, Evelyn Parker ist ja wieder was anderes. Mit der hatten wir ja eigentlich einen Deal noch. Tja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende vom Gameplay. Gucken, was jetzt noch passiert. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Ja, wir gehen. Aber wir gehen noch nicht Double Line. Das Kapitel haben wir abgeschlossen. Die Mission haben wir abgeschlossen. Die andere machen wir dann beim nächsten Mal. Eigentlich müssen wir hier runter. Der ist ja jetzt schon. Wo sind wir hier überhaupt? Sollen wir jetzt mal erstmal auf die Karte gucken? So, sprich mit Judy. Eat on the Bird, Gefährser Hof in den Rinkin Kabuki. Das sind alles so Nebenmissionen. Ja, Itemherstellung. Upgrades. Itemherstellung von uns sozusagen. Nahkampfwaffen, nein. Fernkampfwaffen. Aufsätze. Cybermodes. Athletik. Gesperrt.
Betätigt jetzt wieder schnell, irgendwie nicht. Tut er jetzt hier wieder so lahm laufen, war hier wohl nichts. Keine Vorteilspunkte mehr, Reflexe. Naja, Leute, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, an dieser Stelle danke ich euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier ein bisschen mit dabei zu sein. Wir werden auf jeden Fall mit Judy sprechen beim nächsten Mal und werden gucken, wie das Ganze hier weitergeht in dieser verrückten Stadt. Und ja, wir sehen uns wieder. Also, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Macht's gut, bye bye, ciao.